Sonntag, der 28. August, der große Tag des Ostthaler Marathons. Ja. Wir fahren gespannt. Dann ist es schon mal ganz gut. Ja. Was die gemacht hat in den letzten 9 Tagen, das gibt's ja gar nicht. Dann fährt die heute den 10. Ötztaler Radmarathon innerhalb 10 Tagen. Haben wir da richtig gezählt? Es schnelle Frage, er liegt 238 Kilometer. Weil jetzt wissen Sie, wir sind ein erster Ötztaler Radmarathon. Ja, das ist der erste Rücksicht. Hoffentlich nicht der letzte. Wichtig ist also meine nicht. Wie haben Sie das Ganze geplant? Perfekt eingewärmt für den heutigen Tag, oder? Also wir nutzen das Training, aber wir finden. Also würde mehr Bänder länger. Und das 36 Jahre hindurch heute ein Wahnsinnsbild. Wenn die Fahrer heute wieder bei uns kommen, weißt du was, Martin, dann sind über 80.000 Teilnehmer den Ötztaler Radmarathon gefahren. Eine große Radsportgeschichte wird zerklatschen wir, applaudieren wir für die Teilnehmer. Ihr seid bald schon wieder im Ziel. Wir bewegen 238 Kilometer und 5.500 Höhenmeter dazwischen. Immer so die höchste Stelle 2.509 Meter. Da wird es heute angenehm sein, dort oben. Ein Radfahrer nach dem anderen.
8 Minuten dauert dieses wunderbare Spiel, was ihr hier seht schon. Und es ist noch nicht fertig. Noch lange nicht. Und wir werden sie heute ab ca. 11 Uhr in der Freizeitarena im Zielareal werden wir sie heute also noch ganz, ganz toll unterhalten. Wir werden also die Zwischenpositionen bekannt geben, damit wir wissen, wer wo gerade unmittelbar in deren Führung liegt. Dann gibt es natürlich Vittorio Promotti und Mike und Kramer, Andy Kramer, auch ein ganz, ganz toller Rap-Artist und wir freuen uns schon auf den heutigen Tag. Und Martin, ich habe auch mal viel Spaß miteinander. Ja, das ist ja lustig, Werner. Wir sind ja immer heute anschauen. Genau so ist es. Und weißt du, Martin, was wir heute machen? Den Letzten, der heute abends ankommt, den begleiten wir dann gemeinsam zur Preisverteilung. Genau, ich werde ihn quasi reinschieben. Du musst reden. Ich glaube, da kann ich schon gar nicht versprechen. Ich bin ja jetzt schon heiser. Aber das kriegt man hin, Martin, wenn wir dazwischen so ein bisschen Glühwein nehmen. Ja, genau. Etwas gurgeln, dann kommen wir zum Fall. So. Bin ja voll. Ja, legen wir wieder ins Fenster, oder? Machen wir gerne einen Kaffee trinken, dann ist mit der besten Zeit, ja? Ganz, ganz neue Informationen, Martin. Ja, wir haben ja mehrere Leute auf der Strecke, Olaf Schwarz übrigens, der begleitet den Sebastian Neuer. Packen wir mal Informationen herein und wie gesagt, Otti, wie spät haben wir es? Es ist jetzt 7.07 Uhr. Ich denke, der Platz hier ist besser als schlecht, oder? Ja. Von dort kommen Sie in diese Kurve. Dort ist das Ziel. Thank you.
Thank you.